Du musst die Kamera benutzen. Die Kamera benutzen, die Kamera benutzen, die Kamera benutzen. Wo drehst du dich hin? Er hat mich gebeamt. Ich bin jetzt irgendwo anders. Ich habe keine Ahnung, wieso wir jetzt gestorben sind. Wir waren im Licht. Verdammt, ich glaube, wir haben zu lange gebraucht oder irgend sowas. Nee, ich glaube, das muss so sein, weil bei ein paar sind wir auch gestorben bei diesem Mädchen. Weißt du noch, wo sie uns gefangen hat? Ja, nee, aber wir haben jetzt den letzten Speicherpunkt wieder geladen. Ich glaube, du musst es einfach ein bisschen herumlaufen. Nein. Ich glaube, wir waren schon richtig mit den Fußabdrücken. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hätten umbringen lassen müssen. Doch, schau mal, was passiert jetzt? Wo bist du jetzt? Wieder oben, wo wir angefangen haben. Hä? Ich check's nicht. Du warst unten schon richtig. Ich glaube auch, sonst wäre der nicht gekommen. Blitzlicht. Ja, aber ich habe ja die Kamera nicht... Ja, doch, stimmt, hast recht. Wir sind tot. Ja, aber was denn für ein Blitzlicht? Okay, wir haben die Kamera unten mehrmals benutzt gehabt. Okay, sind wir da sicher? Aber wir hätten am Anfang besser gucken sollen, was da gestanden ist. Ja, aber was denn für ein Blitzlicht? Wir haben... Ja gut, wir haben die Kamera... Er hat doch Angst vor Blitzlicht. Ich glaube, wenn er so... Entweder hat er Angst oder es macht ihn sauer. Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Wir müssen wieder runter, ne? Aber ich habe jetzt. Siehst du, eben kam ja das Geräusch. Und ich habe ja überhaupt gar keine Kamera rausgenommen. Wir können jetzt gern wieder an dieselbe Stelle gehen. Hier sind wir eben gestorben. Hier sind die Fußabdrücke, siehst du? Mhm. Oder meinst du... Warte mal. Nee. Kerschüsse. Ah, den haben wir, gell? Ja. Perfekt. Halt. Ich glaube nicht, dass der jetzt da drin ist. Ich glaube, wenn wir zu lange brauchen, um etwas zu finden, killt er uns einfach und sonst... Hier waren wir aber schon mal drin. Kellerschlüssel, oder? Nee, der Garagenschlüssel. Ich glaube, den müssen wir finden jetzt. Meinst du, wir können ihn verscheuchen mit der mit der Kamera? Ja, ich denke schon. Weil ich meine, wir haben ja vorhin gesehen, dass er das nicht mag, dieses Blitzlicht. Aber wie willst du laufen und ihn gleichzeitig killen? Ah, immer wenn du ihn hörst, vielleicht? Nee, die Schritte hat man ja schon seit Anfang an gehört. Da geht's wieder hoch. Ich bin überzeugt, der Kellerschlüssel muss hier, also der Garagenschlüssel, der muss hier unten irgendwo sein. Jetzt höre ich wieder die Stimme von dieser. Das war mein Magen. Ist der drin? Ah, da haben wir noch nicht geschaut. Ah, da kannst du versuchen. Schau mal. Oh, nee, ist eine Kerze. Ah, nur die Hand nehmen. Eine Kerze reintun. Oh, oh, nein. Der kam aber jetzt voll aus dem Nichts, ne? Ja. Weil wir waren auch überhaupt nicht verwirrt oder irgendetwas. Ja. Wir haben ihn einfach nur gehört, dass es so rock gemacht hat. Ja. Ah, vielleicht müssen wir erstmal wieder hier hin. Warte mal, was ist denn in der Kiste drin? Ich hoffe, das Sofa brennt mir jetzt nicht ab. Kann man die... Guck mal. Nee. Ja. Aufmachen kann man da auch nichts. Wo müssen wir hin? Er mag nicht, dass wir das Licht ausschalten. Da machen wir das auch nicht, oder? Wir müssen ihn nicht provozieren.
Nein, weißt du noch, die Wand dort mit den vielen Augen. Ja, ja. Hat er sich doch so gescheut. Ja, genau. Blitzlicht. Ich glaube, wenn du ihn hörst, kann es gut. Ich glaube, wir sehen nun ihn auch. Ich glaube, man sieht ihn auch. Und dann muss man ihn einfach wegscheuchen mit diesem Blitzlicht. Würde ich jetzt mal annehmen, weil das ist das einzige Logische, was mir. Sind wir da schon drin gewesen, rechts? Ja. Also da rechts, weiß ich nicht. Da ist. Ah, nee, das da sind wir nicht reingekommen. Na, da, das kenne ich. Das war dieser Raum, wo ich mich versteckt habe. Kurz. Aber schau mal hier. Wenn du hier drin bist, machst du mir so. Ja. Mach mal die Tür zu. Ich glaube, da hinten ist irgendwas. Können wir da irgendwas machen? Guck mal, da unten? Nee. Die nehme ich mal mit. Aber wir haben keinen Platz mehr, schade. Nee. Lassen wir das. Was bringt es überhaupt, diese blöden Birnen einzusammeln, wenn ja, sowieso alle Lichter kaputt sind? Da gibt es bestimmt noch einen Schlüssel, nicht? Ach so, ich hab's schon. Wir werden verwirrt. Verschwindet es wieder. Ja. Warte, ich geh. Ja. Ich kann aber nichts machen hier, guck. Mhm. Wieso? Ich hör das Monster wieder. Also. Feuerzeug ist leer. In die Höhe, ich sie da am lautesten in diesem Raum. Als wäre sie da oben drin. Mhm. Warte schnell. Ah. Also kommen wir da nicht hoch, schade. Die ist da drin oder sowas? Ja, die ist irgendwo da. Mach mal ein Foto von diesem Raum. Vielleicht ist da eine Spur oder so. Da oben, ganz oben. Ah, ne, das ist eine Spur. Nee. Hm. Ich höre sie nur, aber ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich beeilen. Tabletten. Nee. Licht reicht. Geht weg, gell? Ja. Vielleicht müssen wir irgendwas holen. Die Musik wird. Verdammt! Ich sehe da nichts. Aber kann ich da. Musst du nochmal interagieren oder so? Nee. Okay. Meinst du jetzt mal mit der Kamera? Mhm. Mhm. Ja, wir müssen aufpassen, der. Nee. Ob wir da hoch können? Aber auch nicht, ne? Mhm. Da ist nichts. Das ist komisch. Okay, easy. Die ist vielleicht wirklich einfach nur zum Draufsteigen so ein bisschen dekorativ. Ich hoffe es. Okay. Nee, warte schnell. Ah, wir waren gebückt die ganze Zeit. Warte mal. Ah. Okay. Ah, nee, neue Early Access Version. Ah, da hätte schon, man dann irgendwas machen können. Ah, da oben ist doch was. Oben links. Es war aber nicht verkehrt gewesen, nicht schlecht. Da ist da was? Ah, nee. Ist da ein Schlüssel oder so in dieser Kiste, oder? Nee, eben nicht, leider. Die ist da oben. Ja. Also ich höre zumindest was. Aber die Idee war jetzt nicht schlecht gewesen, auf jeden Fall. Haben wir die Tür aufgemacht? Nehmen wir die Kerze nochmal mit. Meinst du, der Fernseher geht ja immer an und aus. Guck mal, unter dem Fernseher ist ein Dings. Eine Schublade. Mhm. Ja. Immer diese Entscheidungen. Nein! So. Na, das hätte ich jetzt erwartet. Ah, das ist ein guter. Dass da ist der Schlüssel gewesen, wäre als Hinweis so, weißt du? Das wäre geil gewesen. Oh, ist wieder viel dunkler. So. Ich frage mich, wann und wieso dieses Monster angegriffen hat. Waren wir irgendwo in der Nähe? Oder ist einfach irgendwelche Zeit abgelaufen? Ich verstehe es nicht. Und die Zeit ist jetzt inzwischen auch wieder abgelaufen. Da links ist noch dieser Raum, wo ich mal gestorben bin. Und da ist nur so ein. Da war aber nichts drin. Nee.
Vor allem, das kam so voll aus dem Nichts. Du hast nicht mal anlaufen gehört, oder? Nichts, nein. Das Problem ist mit der Kerze. Was ist da? Warum kann man da nicht durch? Gell? Das letzte Türchen wieder. Nee, oder? So. Man, mach mir keine Angst, ey. Ich tu dich nur vorbereiten. Oh, ich lege mal die Kerze weg. Mal gucken, ob wir... Ah, du hast doch das Kiefer. Ah, ja, genau. Ja. Ah, müssen hoch. Stimmt. Aua, ja, das ist so dumm. Ich kann ja da nicht durch. Ne? Ja gut, auf das bin ich gekommen. Ich hab's nicht, aber wir müssen einfach ein bisschen besser schauen. Wir haben es ja gecheckt, dass wir nicht durchkommen. Aber vielleicht reicht der Kiefer nicht. Vielleicht musst du das andere Kopfteil auch noch finden. Ja, ich glaube, es genügt einfach mal, wenn man einen Kiefer hat. Aber wieso den Kiefer ausgefunden? Ja, gehen wir zum Checkpoint hin. Oder die Musik. Ich tu mal speichern. Willst du speichern, wenn er uns angreift? Genau, stell dir vor, du speicherst so eine Sekunde vorher. Ja, stell dir vor, du speicherst so und dann ladest du noch. Uah. Nein, was? Ich hab's, wir haben es noch gesagt. Ich hab vor die Augen zu, aber ich bin trotzdem erschrocken innerlich. So. Ja, ich lade jetzt nicht den letzten Speicherpunkt. Wir wissen, was wir machen müssen. Genau. Spiel laden. Warte, wo war das gewesen? Nee, nicht letzter. Wir müssen den laden. Ah, nee, hier ist es. Nein, hier war das. Ja. Nicht letzter Schnellspeicherstund, sondern dieser. Genau. Dieser irgendwas. Also. Ach, das ist das Schlimme. Ich weiß nie, wenn ich trinke. Vor allem, du hörst den und danach kommt der grad. Ich weiß nicht, du. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich theoretisch mit der Kamera den verscheuchen könnte. Aber man sieht ja nicht, wo er angreift. Ich glaube, ja gut, die Kamera macht ja im ganzen Raum Licht. Nur das Problem ist, ich halte ja die Kerze in der einen Hand und die Feuerzeug in der anderen Hand. So schnell bin ich nicht. Ich muss mich entscheiden können. Jetzt wissen wir ja, wo wir hin müssen. Siehst du, da war ein Schlüssel gewesen. Verdammt, ja. Mhm. Ich wette mit dir. Ich wette mit dir, wir müssen beides sammeln. Wir müssen den Unterkiefer und den Oberteil vom Kopf sammeln. Hundertprozentig. Es geht sicher wieder das Radio erstmal an, oder? Ja, nee. Scheiße, gerade das Gesetz bedeutet nichts für mich. Was geht schneller? Links, gell? Hier lang. Ja. Nein, das ist eine Tür. Oh. Liebe Leute, der Nia mag gern Spannungen. Ich merk's, ja. Er spielt gern mit der Gefahr. Jetzt können wir gespannt bleiben, was passiert. Ob jetzt wohl gleich kommt oder nicht? Nee, bis jetzt ist es nicht. Man kann ja auch die Puppe nicht bewegen, ohne den blöden Kiefer einzusetzen, ne? Die Schaufensterpuppe war vorhin noch nicht da. Echt? Nicht gut. In diesem Schrank oder so. Da. Oh ja! Mann, mach die Kerze an. Soll ich aufmachen, ne? Ist das gut? Warte. Kamera? Ja. Oh! Da hinten. Oh, heilige Scheiße. Oh, das ist so brutal. Mein Gott. So, mein Freund. Du darfst weitermachen. Ey, Mann, ich will nicht. Ich will, willst du nicht? Wer will das nie weiterspielen? Ich glaube, nein. Willkommen zum nächsten Part von Wizage. Wizage. Halt deine Fresse.
Daniel hat sich in die Hosen geschissen und geweint und deshalb zeigt er sich nicht. Aber und ist nicht so schlimm, seine Mutter hat mir den Popo abgeputzt danach. Er wollte, dass ich hier auch. Deine Mutter. Hey, komm! Nee, willkommen zum nächsten Part von. Also komm, let's go. Natürlich hat er wieder mal geplant, dass ich am schlimmsten. Autofokus. Okay. Natürlich hat der lieber nie wieder mal geplant, dass ich am schlimmsten. Du musst doch weiterspielen, dass du rangenommen wirst. Genau, dass ich als geplant, dass ich am schlimmsten Teil vom Spiel wieder weitermache. Genau, wie beim letzten Mal. Oh, warte! Klick nochmal drauf. Mach ich die Kamera geht. Nein, warte mal. Mach mal. Du unten ist noch das Dings hier. Genau. Windows-Taste. Genau, und jetzt unten auf Visage drücken. Genau. Jetzt. Ja, jetzt ist gut. So. Nun, weiter geht's. Wie ihr vorhin im letzten Part gesehen habt. Also, das ist kein Partwechsel, das ist jetzt einfach nur Platzwechsel. Ja, wir müssen. Wie beim vorherigen Platzwechsel. Du musst. Nicht. Warte mal, wo bin ich jetzt? Irgendwie ist mit dem Bildschirm viel zu nah, junge Mann. Okay, wir haben eine Tür und wir beginnen und starten diesen Part. Was jetzt? Das ist kein Partwechsel. Ja, ist egal, ich bin verwirrt. Ah, den Part mit Xenix, ja. Nee, jetzt sind wir wieder in diesem dreckigen Haus, Mann. Mach's Feuer am besten an, hä? Das geht nicht. Ah, ist leer. Yes. Oh. Und du hast natürlich alle Kerzen. Ja. Nee, der hat sie fallen lassen vor Schreck. Hä, das ist aber ist woanders. Hier waren wir noch nicht. Ich spüre schon, was da kommt. Feuer, mach Feuer an, mach Feuer an. Es geht nicht. Gedrückt halten musst du doch. Nee, funktioniert nicht. Okay. Scheiße, ne? Okay, ich muss dem Licht folgen. Sagst du links oder rechts? Runter. Runter. Warum ich sage links oder rechts? Runter. Ich glaube, hier musst du nicht wirklich Türen zumachen, das bringt genau gar nichts. Aber finde ich cool, dass man ein bisschen andere Location jetzt wieder ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist so ein Schlüssel. Da steht eine Kerze. Kannst du die anzünden? Nee, du gehst Feuerzeug, geht ja gar nicht, stimmt. Du musst die Kamera benutzen. Die Kamera benutzen! Wo drehst du dich hin? Er hat mich gebeamt. Ich bin jetzt irgendwo anders. Hast du das gesehen, wie das aussah? Das war was ganz anderes. Ja, aber ich habe ihn geblitzlichtet und jetzt bin ich irgendwo anders. Ist er hinter mir? Jetzt bin ich wieder im gleichen Raum. Nee. Ah, das ist so wie ein Labyrinth. Ah, nee, du bist auf der anderen Seite rausgekommen. Auf der anderen Seite, gegenüber jetzt. Ah, doch, nee, da ist. Ich glaube, ich darf da nicht rein. Ich glaube, so wie ein Labyrinth, oder? Ja, gut, der hat ja nichts getan. Von dem. Au, Achtung, links, links gucken. Was ist da, das im Spalt? Rechtsvortritt. Das ist so ein Kerzenraum. Ich komme, es geht nicht mehr ab. Du musst reingucken vielleicht. Guck mal rein. Was ist das? Das ist in so ein Loch. Okay. Naja, dann musst du doch links wahrscheinlich. Wieso ist das so verschwommen? Boah, man sieht ja gar nichts. Wieso habe ich immer so hässliche Teile, Mann? Ich gehe Schritt für Schritt. Geh um. Hallo? Ist jemand zu Hause? Kerze? Da, der ist ja gekommen, als du das letzte Mal bei der Kerze warst. Er ist hinter dir. Mhm. Warte mal, musst du da irgendwas machen? Nee, gell? Tür zu? Nee. Soll ich wieder in den anderen Raum? Ja. Nach oben, du kannst die Treppe ja noch nach oben gehen. Das stimmt, ja. Aber ich gehe trotzdem nochmal in den Raum rein. Ist nämlich Wunder, ob ich ihn getroffen habe oder ob er mich gekillt hat, aber. Nee, er hat dich nicht gekillt, sonst wird's ja laden und dann beim letzten Speicherpunkt. Geh mal da, da bist du noch nicht rein, gell? Nein, da bin ich gekommen. Da bin ich Nein. Jetzt ist ein anderer Raum. Jetzt ist die Kerze an. Mach die Schublade auf, mal gucken, was passiert.